Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die Frage, ob Wasserstoff in Zukunft auch reguliert werden muss, beziehungsweise ob Wasserstoffnetze in Zukunft auch explizit reguliert werden müssen, so wie wir es aus dem Strom- und Erdgasbereich ja bereits kennen. Wasserstoff als solches ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema der weiteren Energiewende. Ich hatte ja schon mal im, ich glaube, letzten Jahr ein Video zur Wasserstoffstrategie der Bundesregierung gemacht und man kann jetzt schon sagen, so im aktuellen Stand Mitte 2020, dass die Bundesregierung einen wirklich großen Wert auf Wasserstoff als Teil der weiteren Energiewende legt. Natürlich ist Wasserstoff allein schon deswegen wichtig, weil es als Antrieb für den Verkehrssektor ganz, ganz wichtig sein könnte, aber auch für verschiedene industrielle Prozesse als Kühlstoff oder eben auch als Brennstoff ganz besonders gut geeignet ist. Jetzt stellt sich aber aktuell auch schon die Frage, wenn man jetzt Wasserstoff weiterentwickelt, wenn man vor allem in Zukunft auch eine weitere Infrastruktur rund um den Wasserstoff aufbaut, dann muss man da wahrscheinlich oder womöglich eine auch genauso ähnliche Regulierung, so ein Regime wie bei Strom und Gas, bei Erdgas eben auch aufstellen. Weil sonst eben, wie wir es ja bei den anderen Sektoren schon kennen, zu einem gewissen Marktmissbrauch kommen könnte. Also ist es folgendermaßen. Wir haben aktuell bereits ein paar Wasserstoffnetze in Deutschland. Das sind aber an sich nur Inselnetze. Das heißt, die laufen im Prinzip von Produktionsanlagen oder Förderanlagen hin zu den großen Verbrauchsanlagen. Das sind eben vor allem die industriellen Prozesse. Und das war es auch schon. Also dort läuft praktisch nur der Wasserstoff hin und her oder eben vom Produzenten zum Verbraucher. Die sind aber noch nicht für einen weiteren Transport vorgesehen. Jetzt hat aber Wasserstoff zum Beispiel schon im Netzentwicklungsplan Erdgas für die nächsten Jahre eine Rolle auch im Kontext von Transportleitungen bekommen. Eben genau, weil Wasserstoff in Zukunft ja ganz relevant sein sollte und weil wir zum Beispiel mit unfassbar überschüssigem Strom aus dem Offshore-Windbereich in der Nordsee auch ganz, ganz günstig künstlichen, synthetischen, grünen Wasserstoff herstellen könnten. Der Wasserstoffherstellungsprozess im Sinne von Power to Gas, den habt ihr auch schon mal an anderer Stelle genauer erklärt. Weil wir das also machen könnten, ist es in Zukunft jetzt nicht unrealistisch, dass wir genau diesen Wasserstoff von zum Beispiel der Nordsee teilweise durch ganz Deutschland transportieren könnten. Aktuell machen wir das eigentlich nur so, indem wir den Wasserstoff dem Erdgas gewissermaßen beimischen. Also eine gewisse Menge Wasserstoff kann man dem klassischen Erdgas auch einfach zuführen als praktisch Zusatzstoff. Das kann man eben so weit machen, dass bis das Erdgas sich nicht in seiner Eigenschaft komplett verändert, weil eben auch die Verbrauchseinrichtungen auf klassisches Erdgas ausgerichtet sind. Aber in Zukunft könnte es ja durchaus sein, dass Erdgas eine deutlich kleinere Rolle spielt und dafür Wasserstoff eine deutlich größere Rolle spielt und brauchen wir vielleicht eigene Leitungen für Wasserstoff oder wir widmen Erdgasleitungen komplett um und in Zukunft läuft dann nur noch Wasserstoff durch. So, und was stellt sich dann für eine Frage? Wie reguliert man jetzt diese Leitungen? Weil wir haben ja zu Recht in Strom und Gas ein umfassendes Marktdesign und umfassende Prozesse rund um zum Beispiel die Netzentflechtung. Und dann eben alle möglichen Zugangsberechtigungen und Entgeltverordnungen und so weiter, um eben den Alltag im Netz zu managen. So, und wenn wir jetzt in Zukunft Wasserstoff in stärkerer Form hätten, dann bräuchten wir das eben vielleicht auch genau dafür, können aber womöglich nicht eins zu eins die Regelung von Erdgas einfach übernehmen. Genau diese Frage wird jetzt gerade von der Bundesnetzagentur diskutiert und zwar öffentlich diskutiert und zwar vom 13. Juli, das ist ein Tag bevor ich dieses Video veröffentliche, bis zum 4. September läuft eine öffentliche Konsultation. Das Thema Konsultation der Bundesnetzagentur habe ich schon an ein paar Stellen mal erwähnt, vor allem rund um den Netzausbau, den Netzentwicklungsplan und den Szenariorahmen. Aber hier gibt es auch wieder so eine öffentliche, ja, Anhörung ist das schlussendlich, bei der man also eine Stellungnahme zu den aktuellen Geschehnissen schreiben kann, aber auch sich explizit auf einen Fragebogen beziehen kann, auf den wir dann gleich auch nochmal genauer eingehen. So, und dann stellt sich eben die Frage, wenn man jetzt davon ausgeht, Wasserstoff wird eine größere Rolle spielen und es wird vielleicht explizite Wasserstoffnetze geben,
Was ist zum Beispiel mit dem Zugang im Sinne der Einspeisung? Ne? Also hat dann vielleicht zum Beispiel grüner Wasserstoff eine bevorzugte Rolle, ein Einspeiseprivileg im Vergleich zu den anderen blauen und grauen Wasserstoffarten, die eben zum Beispiel aus fossilen Energieträgern umgewandelt wurden. Wollen wir also praktisch die Energiewende weiter fördern. Und das ist dann ein ähnliches Prinzip wie zum Beispiel das Biogas im Sinne von Erdgaseinspeisung eben auch ein Privileg hat. So könnte man das eben auch im Wasserstoff gewissermaßen sich aufbauen. Wenn man das aber so macht, diese ganze Regulierung so aufbaut, dann stellen sich eben auch die Fragen nach Netzentgelten. Macht man das dann genauso wie eben im Gasbereich mit einer Netzentgeltverordnung, mit den diversen Umlagen, Abgaben, Steuern? Dann stellt sich aber auch sofort die Frage nach der Anreizregulierung, die ja praktisch auch die Kostenstruktur von Netzbetreibern genauer unter die Lupe nimmt. Und so weiter und so fort. Es gibt dann ganz, ganz viele Fragen, die direkt diskutiert werden müssten. Und es wird eben so weit laufen, dass man praktisch eine 1:1-Regulierung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes auf Wasserstoff auch ausübt, wie man es eben bei Strom und Erdgas schon kennt. Und genau dafür gibt es jetzt, wie gesagt, diesen Fragebogen von der Bundesnetzagentur, den ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken werde. Da kommt ihr auf die BNSA-Seite und dort ist ganz unten dieser Fragebogen auch verlinkt. Und die Antwort schickt man am besten über das Online-Formular der BNSA dann bis zum 4. September 2020 zu. Ein paar der interessanten Fragen, die sie eben gibt, will ich einfach mal kurz hier ansprechen. Es stellt sich zum Beispiel, oder ich gehe erstmal auf die Überschriften dieser Fragen ein. Zum Beispiel gibt es hier den Bereich Regelungen zur Beimischung von Wasserstoff in Erdgasnetze. Es kann eben auch sein, dass es erstmal nur darauf hinausläuft, Wasserstoff regional, lokal direkt zu nutzen und nur die Reste praktisch in das Erdgasnetz einzuspeisen. Das ist aber vielleicht gar nicht so realistisch, weil das eben, wie gesagt, nur bis zu einer gewissen Grenze geht, ohne das Erdgas zu verfälschen. Dann ist die Anwendbarkeit in Erdgasgeräten deutlich geringer und vielleicht sogar schädlich. Und dementsprechend ist das eben nur bis zu einem gewissen Grad überhaupt möglich. Wahrscheinlicher würde es wahrscheinlich sein, dass es explizite Wasserstoffnetze gibt. Und genau da kommt dann zum Beispiel das zweite Kapitel dazu, Ausweitung der Nutzung von Wasserstoff in der Wirtschaft mit diversen Ausbauszenarien. Und Szenario 3 wäre zum Beispiel engmaschige Verteilernetze für Wasserstoff, einzelne lange Transportleitungen verbinden flächendeckende Verteilernetze aufgrund der hohen Zunahme des Wasserstoffverbrauchs in unterschiedlichen Sektoren, wie zum Beispiel im Verkehrssektor, wo die Brennstoffzelle vielleicht jetzt nicht unbedingt im PKW-Bereich, aber im LKW-Bereich, aber auch in der Schifffahrt und in der Bahnfahrt und natürlich auch theoretisch im Flugzeugbereich, also in der Luftfahrt, eine Rolle spielen wird. Weil eben genau da ist Wasserstoff im Zweifel der bessere Antrieb als der Elektromotor, der klassische batteriebetriebene Elektromotor. Der ist eben im PKW-Bereich zweifellos der bessere und effizientere Weg, aber in den anderen Bereichen könnte Wasserstoff der bessere Antrieb sein. Und dann gibt es noch weitere Fragen dazu, eben zum Fragen, zum Beispiel grenzüberschreitender Transport von Wasserstoff und so weiter. Welche Akteure spielen dort eine Rolle? Also wird es dann genauso organisiert werden wie eben im Gasbereich zum Beispiel? Und dann stellen sich eben weitere Fragen, zum Beispiel zur Bilanzierung. Macht man das genauso? Gibt es dann eine Wasserstoffallokation? Gibt es einen Bilanzkreis und so weiter und so fort? Und gibt es dann das gesamte Netzzugangsmanagement, wie man es eben in den anderen Bereichen kennt? Weiteres Kapitel: Einführung einer Regulierung für reine Wasserstoffnetze. Und da kommen genau diese Fragen, die ich gerade schon angedeutet habe. Umfang einer möglichen Regulierung für reine Wasserstoffnetze als weiterer Punkt. Also wie weit soll das dann auch gehen, wenn man das 1:1 wie im restlichen Energiewirtschaftsgesetzbereich aufbauen? Und dann das nächste Kapitel Regelungen zu Netzanschluss, Netzzugang und Netzausbau von Wasserstoffnetzen. Das habe ich auch schon angedeutet. Die verschiedenen Fragen der Privilegierung, der Entgelte und so weiter. Das gesamte Netzmanagement, was wir ja im Strom- und Gasbereich schon kennen. Und sechstes Kapitel, mögliche Finanzierungsvarianten von Wasserstoffnetzen, wo sich dann eben genau die weiteren Fragen stellen. Ja, macht man das mit einer Anreizregulierung? Macht man das mit den Umlagen und baut das dann genauso auf, wie wir es eben aus den anderen Bereichen kennen? Aber dann schaffen wir vielleicht deutlich mehr Bürokratie, als wir vielleicht bräuchten. Gleichzeitig verhindern wir Monopol- und marktmissbräuchliche Positionen. Mal schauen. Diese Konsultation läuft jetzt also bis Anfang September. Schaut euch das ruhig mal an, wenn euch das Thema interessiert. Ich verlinke, wie gesagt, die Seite der BNSA unten. Ich selbst glaube, Wasserstoff wird eine große Rolle spielen. Genau für den Verkehrssektor und für den Industriesektor wird es wichtig werden und es wird teilweise Erdgasinfrastruktur auch in Zukunft ersetzen können.
Aber genau deswegen werde ich das in Zukunft noch ein bisschen genauer bearbeiten, dieses Thema. Und wir werden sicherlich auch eine eigene Konsultationsstellungnahme mal erarbeiten und vielleicht auch euch daran dann teilhaben lassen, was wir dazu sagen und schreiben. Jetzt erstmal ihr. Habt ihr Fragen dazu, Anmerkungen, eigene Einschätzungen? Schreibt die unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.